So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf Schlacht und Bikini Bottom, der zweite Versuch. Und zwar, weil einer es wollte, habe ich jetzt zur letzten Welt noch einmal den guten Siegelstein LP eingeladen. Wer ist das? Der Typ rechts neben mir. Gut, auf jeden Fall letzte Welt, wir gehen auf in den Setanwald, zu denen es nur eine Folge gab. Soweit ich mich erinnern kann, und ich würde sagen, auf geht's dorthin und Cutscene. Willkommen im Setangwald, ein interessanter Ort mit vielen Sehenswürdigkeiten, wenn man sich nicht vorher verläuft. Sieht ja schon mal sehr interessant aus, die Welt. Und ich würde sagen, ich aktiviere gleich meinen Teleporter. So, damit wären wir im Setangwald. Ich bin gespannt, was uns in der letzten Welt eine Pflanze, die uns verprügeln kann. Auf jeden Fall schon mal. Oh Gott. Kann ich dich töten? Ich kann die Pflanze ja nicht mal töten. Und einige Bugs auf jeden Fall, wie ich schon sehe, aber Emulator. Aber die Bugs, die verkraften wir doch, oder Leute? Nein. Auf jeden Fall müssen wir hier die letzten 7 Socken finden in der Welt. Du scheinst 6 Forscher retten zu müssen. Wie? Ja. Ich sehe es. Und ich untersuche jetzt alles ganz genau. Weil ich total wenig Bock habe, da jetzt nochmal reinzugehen in die Welt. Und das war auf jeden Fall schon mal ein Untergang. SpongeBob ertrinkt unter Wasser, fuck Logic. Wortwörtlich. So. Ich würde sagen, wir schreiten einfach mal voran. Ich glaube, das wäre gut. Was ist das Grüne hier? Glühwürmchen, grüne Glühwürmchen. Unter Wasser. Unter Wasser. Yay. Ich hab's glaube ich auch schon mal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, die Welt ist für mich blind. Ich war hier noch nie. Ich hatte ab dem Zeitpunkt immer schon 70 Pfannwände und konnte zum Endboss. Und das war Fail. Egal. Auf jeden Fall treffen wir hier auf eine neue Robotersorte, die wir schon lange kennen, weil ich zuerst die späteren Welten gemacht habe. Und sie sterben. Geht gerade richtig ab, die Robotersorte. Du bist tot. Danke. Was mich gerade interessiert, wer ist hier in dieser Welt unser Kumpane? Sandy oder Patrick? Ich schätze mal auf Patrick und ich hatte recht. Yay. Der fette Seestern. Der den besten Traum hatte, nebenbei erwähnt. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen? Ich hab die Parts noch nicht gesehen. Okay, musst du dir unbedingt ansehen, sein Traum. Und dann alle anderen, ihr könnt es euch auch unbedingt angucken. Der Traum ist einfach nur zu epic. Da oben gab es nur eine Unterhose. Okay. Und was soll ich jetzt mit der hier? Da ist ein Schalter. Aber den kann ich doch nicht von hier aus treffen, oder? Und im Wasser schwimmen kann sie auch nicht. Okay. Sonst würde er nämlich anvisieren, den Schalter. Okay, wir wären auf einer Raststation und hier sehe ich Mrs. Puff. Hallo, Mrs. Puff. Hi, Patrick. Hast du SpongeBob gesehen? Sag mal. Aha, ja. Ja, okay. Wir müssen mit SpongeBob hierher kommen, um die Aufgabe zu erhalten. Also schon mal falsch gewechselt. So, jetzt ist es interessant. Sind die anderen Fahrschüler auch hier? Nein, SpongeBob. Wie kommst du denn darauf? Glaubst du etwa, wir würden uns vor dir verstecken?
Mach dich doch nicht lächerlich. Ich ich sammle Holz für den Winter. Ja, genau. Oh, kann ich helfen? Ich habe eine Auszeichnung für besonders gutes Holzsammeln. Du musst mir in einer anderen Sache helfen. Diese Roboter haben alle Schüler, ich meine natürlich Camper, in den Wald verjagt. Jemand muss hinter ihnen her und sie finden, bevor der Förster kommt. Aha. Ich werde sie für Sie finden, Mrs. Puff. Ich bin der richtige Schwamm für diesen Job. Danke, SpongeBob. Ich werde dir eine schöne Belohnung geben, wenn du sie alle gefunden hast. Okay. Mrs. Kann man Puff die... noch auf Ecstasy und Speeds. Kann's nicht nehmen. Okay, ich bin mal eben aufs Klo gegangen, ne? Yay. Was? Das ist ein Münzomat. Was? Das ist ein Münzomat, kein was, Klo. Was bringt der? Keine Ahnung, das ist ein Münzomat. Yay. Hier kann ich nicht rein, okay, schade. Wäre cool gewesen. Aber ich glaube, die haben hier wirklich, sieht zwar nicht danach aus. Wir können probieren, Feuer zu machen und dann erhalten wir einen Socken. Es ist ein dunkler Wand. Es ist ein dunkler Wald, Ultra. Du kannst wahrscheinlich sicherstellen, dass das hier eine Rätselwelt wird. Ich kann auf jeden Fall hier runter. Ich habe einen Roboter gehört. Ich habe einen Roboter nicht gesehen. Ah, ich habe einen Roboter gesehen. So, ouch. Und weg mit euch. Ich habe schon lange überlebt. Das ist schon mal ein Applaus wert. Da komme ich nicht hoch, okay. Aber ich glaube weniger, dass das eine Rätselwelt wird. Ist wie eine ganz andere Welt aufgebaut irgendwie. Man rennt wie ein Bekloppter rum. Also wie ein Rätsel. Man rennt einfach umher und versucht eine Lösung zu finden. Ah. Komme ich da irgendwie hoch zu den Schalter? Das wäre irgendwie am logischsten. Aber wie komme ich denn dann... Also ich sehe da oben einen Pfannenwender, oder? Das da oben, das was da leuchtet, ist ein Pfannenwender. Mhm. Hopp, gut. Guck dir meinen Skill an, den ich bekommen habe. Und ich komme da nicht hoch, okay. So, was ich noch immer nicht verstanden habe, für was ist die gottverdammte Melone hier? Ich probiere jetzt einfach mal das, wofür ich glaube, dass sie gut ist. Und zwar nicht auf Mrs. Puff werfen, sondern dahin. Ja, klappt nicht mehr, ne? Oh, du hättest dich festhalten können, Patrick. Ich glaube, das ist so richtig, oder? Ich weiß nicht, sonst trickst sich das Spiel ein bisschen aus. Das ist auch cool. Mrs. Puff steht halt nur so dumm im Weg. Weil dann will Patrick sie auf Mrs. Puff werfen. Und ich glaube, das ist nicht das, wofür sie gut ist. Genau. Einmal versuche ich es noch. Und ansonsten gehe ich einfach mit SpongeBob weiter. Dann haben wir eh schon den ersten Part in der Welt hier. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ah! Das war jetzt ein dummer Run. Jetzt, das ist der letzte. Der Ultra gibt nicht auf. Wenn ich jetzt privat zocken würde, dann würde ich... ja, jetzt kann ich sie nicht mal mehr aufheben, weil sie so dumm da liegt. Lustiger Fall, weil das letztens auf Social Blade war, habe ich gesehen, dass Ultra Zock immer noch Abonnenten kriegt. Wie? Ultra Zock gewinnt immer noch an Abonnenten. Ich glaube, der hat fast schon 70 erreicht. Nee, 63. Ist irgendwie lustig. Okay, ich schaff's nicht, mich da hochzuziehen. Ich würde sagen, wechseln und weitergehen. Wir haben noch 5 Minuten und damit will ich noch so viel erreichen, wie es nur geht. Ich habe einiges von der Welt... ich habe einen Part von der Welt gesehen, sagen wir es so. Das ist 3 Jahre her ungefähr, als ich mein Internet bekommen habe.
Aha. Und jetzt bin ich gespannt, was ich noch weiß. Ich glaube, es gab wieder eine Sliding-Passage. Falls du dich noch dran erinnerst. Also eine Bodenleck-Passage. Ja. Oder wie Patrick es macht, zu rutschen auf den... was auch immer. Wie kann ich den töten nochmal? Aha, okay. Ich aktiviere einfach das hier und dann den Vektor. Yay. Ich habe ihn getötet. Ich war es nicht. Scheiße, da hinten sehe ich eine Roboter-Spawn-Maschine. Ich muss sie deaktivieren. Bob. Panik. Ich bin tot. Wow. Musste ja noch geschehen. Ich habe zum ersten Mal einen Tod in dem Spiel gesehen. Das sieht sehr kinderfreundlich aus. No. Ja, sonst bin ich ja immer nur runtergefallen. Und dann hat mich die Hand wieder hochgenommen. Oben. So, ich weiß auf jeden Fall, wie für was Patrick gut ist in dem Bereich. Und ich deaktiviere dich gleich mal wieder. Da wäre eine Unterhose gewesen, aber da bin ich nicht mehr hingekommen, leider. Du bist weg. Da ist wieder eine Wassermelone. Ja, für was die gut sind, frage ich mich. Aber auf jeden Fall erhalten wir nochmal einen Pfannenwender in diesem Part. Yay, der Parison ist nutzlos. Wir haben erfahren, was wir tun sollen und wir haben erfahren, wir haben einen Pfannenwender erhalten. Nicht nutzlos. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ein paar total nutzlos, aber egal. Jeder, wie man sieht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Part fandet. Denn der Part ist jetzt nutzlos. In 3 Minuten vorbei. Ich will halt genau abpassen. Komme ich da rüber? Nee. Okay. Bong, bong, bong. So, und jetzt muss ich irgendwas mit Patrick machen. Wenn ich nur eine Idee hätte, was, dann wäre das schon mal gut. Ich könnte auch eine Melone dahin werfen. Oder kann sich Patrick da einfach hochziehen? Ich renne jetzt erstmal dahin, wo ich was gesehen habe, was für Patrick ist. Das ist schon mal... Das ist was, was ich glaube. Da renne ich jetzt hin. Die Musik ist auch sehr interessant. Ich hätte mit einer anderen Musik gerechnet eigentlich, aber okay. Weil ich habe das Spiel ja in 3 Versionen und in jeder Version gibt es eine andere Musik, das ist lol. Das hat schon mal geklappt, das Rauschen des Wassers ist sehr laut. Und ich glaube, ich habe Socken gesehen. Yay, einen Socken. Ja, da ist ein Socke. Oh yeah. Einer von 7. Wir warten und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber wir können es ja mal versuchen, ne? So falsch wird es ja nicht sein. Ich habe mich gerade verletzt, als das Wasser zu Eis wurde. So, was bringt das hier? Und die... Wie? Du musst mit SpongeBob dahin. Und wie? Eiswasser wie ein Irrer wechseln gehen, dann direkt mit SpongeBob dahin rennen. Klappt doch niemals. Ja, und guck, von der Fußplatte kann man auch da hochrennen, guck mal. Von der Fußplatte aus, da kann man diesen Weg da hochjumpen, guck mal. Man kann da hochspringen. Da drüben, oder? Wo der eine Roboter, wo ich den getötet hab, den. Wo du gerade die Fußplatte aktiviert hast, und da aus kann man ja hochspringen. Hier, also. Ach, da aus auch, ja. Da, so kommt SpongeBob ja auch dahin, guck, da sind Blätter.
Dann würde ich sagen, Leute, das machen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ah, tschüss.